Hallo? Reden ist nicht so ihr, es können wir drei Personen sind schon. Aber ich habe vorher mit denen gesprochen, aber ich habe halt so argumentiert, dass die dann das Kappeln angefangen haben. Die hatten dann die Schnauze voll. Und den einen habe ich aber nur geweckt. Schutz vor Feuer 10. Oh, das können wir vielleicht. Also, das können wir bestimmt noch gebrauchen. Glutis Argumentation ist das Schwert. Oh, ich schreibe bestimmt gleich wieder. Hallo? 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 Boah, ich. Mann, diese Spannung bringt mich noch um! Minecrawler sind jetzt aber nicht so wild. Fleischmasse. Das Gespräch war eher ein Monolog, aber du hast gesehen, die haben angefangen. Ist noch ein Kreuz. Kann da noch was ausbuddeln? Noch gucken hier. Es war eine gute Entscheidung, hier reinzugehen. Hallo Remo! Dieses ausgefallene und vielfältige Kampfsystem. Ja, bei denen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Bei den Tieren ist es ein bisschen anders. Ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass ich dir mit Sicherheit nicht widersprechen werde. Du meinst, ich bin sehr überzeugend? Eine Rune? Oh, ich habe gerade Grab geplündert. Was ist das für eine Rune jetzt gewesen? Ah, okay. Verflucht seist du? Nein, nein. Ich habe Erfahrung. Ich habe Tomb Raider gespielt. Ich weiß, wie man Gräber leert, ohne verflucht zu werden. Alles gut. Aber offensichtlich war das jetzt auch nicht die Höhle, die ich eigentlich gesucht habe. Der Hund immer noch hier? Nee. Vielleicht liegt da ja jetzt unten irgendwo. Nee. Tja. Verkackt.
Warte nur, bis Leo wieder bei Phasmo mit. Ey, das war wirklich gruselig. Vorhin zweimal der Sack, ne? Höhle direkt am See. Im See ist auch nichts. Nee. Wir hätten das noch dort, aber das ist ja ein Tempel. Und davor waren ganz böse Orks. Ich denke, da drin sind auch ganz böse Orks. Ist noch ein Kreuz. Sag mal, der hat es aber wirklich überall versteckt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Runenstein. Ich könnte mal meine eigene Rune schnitzen jetzt, oder was? Oder das Mulu Mulu von. Ulu Mulu hieß das, sagen Sie mal. Ulu Mulu. Stimmt, das Horn eines Schattenläufers habe ich ja jetzt schon. Habe ich gerade eingesammelt oben in der Mine. Ja, also, nö. Nö, weil ist nicht. Gibt keine Höhle. Er hat mich angelogen. Wie macht der Gromit? Tja, und hier? Was ist denn das? Das ist ein Schattenläufer? Ein Feuerteufel. Na klar! Na klar, ein Feuerteufel. Der macht bestimmt kaum Feuerschaden. Ne, ich glaube, hier muss ich auch nicht rein. Ja, easy. Knüppeln und ausstopfen. Easy. Warten Sie, bis die Sonne im rechten Winkel zum Bergkamm 3 steht, so müssen dann der. Ach, so ist das. Nee, ich glaube, wir haben den Canyon wirklich aufgeräumt. Bis auf diesen klitzekleinen Feuerteufel. Aber, um den kümmern wir uns dann, wenn wir die Quest dafür haben, okay? Nicht, dass wir das Spiel kaputt machen.
Lock den einfach in den See. Einfach löschen. Einfach ablöschen. Nee, also keine Ahnung, was der für eine Höhle meint. Die Höhle ist wohl in dem Talkessel östlich des Lagers, direkt bei dem See. Ach so, warte mal, der meint wahrscheinlich die andere. Der meint gar nicht den Canyon. Sonst hätte er ja Canyon gesagt. Aber hätte ich es richtig verstanden, dann hätten wir gar nicht die Kreuze und so gefunden. Ich sag schon mal danke für den Stream und geh jetzt Bubu machen. Schlaf gut, Deliane. Träum was Schönes. Okay, Claudia hat's verkackt. Naja, aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Hallo, Nathanus. In der kleinen Höhle hier waren wir schon drin. Hier ist gerade die Welt und was? Bei uns soll es so schön werden. Wo, in welcher Ecke wohnst du denn? Der hat noch 13 Minuten. Ich brauche ja nur 5 Minuten bis in den Garten. Aber ich will ja noch mal ein bisschen sauber machen. Also ist eigentlich sauber, aber ist ja bestimmt wieder ein bisschen was in den Pool geflogen. Bei mir war Wolken. So, das hier. Ist das der Talkessel direkt am See? Muss ich hier wieder runter? Ach, na klar, da habe ich doch mit dem Alligator-Jack die Sumpfratten gejagt. Ich weiß, da unten sind Warane, aber wir wissen auch, dass wir die Warane ja schaffen. Spring da runter! Nein! Nein! Westlich von Stuttgart. Wenn Claudia den Stream beendet, für uns hier auch. No, gar nicht. No. In Leipzig sind gefühlt 4000 Grad. Bei uns stehen 29 im Plan. So, hier. Darf ich vorstellen, der Talkessel? Ich habe nicht gespeichert. Hä? Oh, Junge! Hat er gepupst? Nee. Die haben eine Perlenschnur und die Regenrinne läuft gleich über. Oh. Hä? Nee, ich hab keinen toten Goblin gesehen. Ich sehe gerade wieder gar nichts, weil das so regnet. Eigentlich ist es noch hell, aber da es hier gerade regnet wie Sau. Es ist wieder ein bisschen dunkel. Wo soll die Höhle sein? So, wo ist denn jetzt der Varan? Ach, da. Wenn ich jetzt hier auch falsch bin, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Lass es bitte nur einen sein. Nichts zu plündern. Bogen. Okay.
Okay, Spruchrolle. Okay, hier ist schon mal einer lang gekommen. Keine Sorge, alle Goblins wurden vor dem Tod durch eine Goblin-Stunt-Double ersetzt. Ja. Hier ist nix. Da ist ja die Höhle, ja, ne? Direkt am See. Im Talkessel. Direkt am See. Vielleicht bestimmt gleich von Piranhas gefressen. Da ist. Ah, da. Oh. Wieso geht's denn nicht rein? Ja. Ich hab sie gefunden. Oh. Oh. Alle tot. Nichts zu plündern. Oh. So sad. Aber ey, wir haben sie gefunden. Hat auch fast gar nicht lange gedauert. Bist du auch zum Anken, aber... Okay, wir haben sie gefunden. Nein, nicht! Oh. Nein, nicht hier jetzt feststecken. Scheiße! Nein! Oh. Ich wusste es, als ich da reingerutscht bin, dass es keine gute Idee ist. Das war klar, dass dir das gefällt. Ruhestein und gut? Nee. Ich habe ja hier gespeichert. Nessina! Hallo. Hunthard, komm. Du machst es schon wieder ein bisschen lächerlich, Mäuschen. Nichts zu plündern. Tut mir leid. Schaffst du es ein zweites Mal? Nein. So, hatte ich hier hinten den Pfeil und so eingesammelt? Vor dem Speichern? Ja, ne? Ja, okay. Okay, aber hier liegt anscheinend noch ganz schön viel anderes Zeug, was ich nicht eingesammelt habe. Näher vorwärts kommen.
Wer hat immer die Aufgabe gegeben? So viele Gs. Der skippt, ne? Und sonst so? Alles prima. Puh. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Nee. Von mir erfährt keiner was. Wegen Angus und Hank. Er hat auf die was? Leute ich habe sie gefunden. Sie sind tot. Mausetot. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ach, die armen Teufel. Das tja, schlimme Sache. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Du solltest die Sache Bill erzählen, falls du es nicht schon getan hast. Aber selbst ist doch nicht bring's ihm schonend bei. Ja, er ist noch jung. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Das ist doch alles der Mörder interessiert mich nicht. Was ist mit meinem Grog? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Uff. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Hey. Ich habe deine Freunde gefunden. Und? Wo sind sie? Sie sind tot. Das waren diese verfluchten Banditen. Diese verfluchten Mistkerle. Der Teufel soll sie holen. Ich wüsste zu gerne den Namen des Kerls, der das getan hat. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Genau, wenn ich WoW durchgespielt habe, Itze. Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Wie du kannst kochen? Nee, jetzt eine Lüge. Meinst du, mir geht kann es ich besser? Mich auch hier ersetzen? Nein. Kann nur einer auf so einer Bank sitzen. Er hat schade. Die falschen Leute gehört. So, ihr Süßen. Weiß ja nicht mal, wie ein Schwert hält. Wir haben 14 Uhr. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber wir haben auch ein bisschen was geschafft.